Hallo und herzlich willkommen diese Woche zu Ist gut jetzt. Heute zaubern wir zusammen einen Urgetreidetraum, ein Brot gebacken im Kasten aus zwei Urgetreidesorten, Dinkel und Emma. Ran an die Zutaten, los geht's. Und für unseren Urgetreidetraum habe ich dabei Dinkelvollkornmehl, ein ganz kleines bisschen Hefe und Wasser für unseren Vorteig, Vorstufe Nummer 1. Vorstufe Nummer 2, unser Kochstück, da habe ich dabei Dinkelvollkornmehl und Wasser. Und für unseren Hauptteig Emmermehl, ein bisschen Salz, Wasser. Wir haben Essig dabei, ein Apfelessig, kleines bisschen Hefe und für unser Topping nochmal Leinsaat und Sesam. Ran an die Zutaten, backen wir's. So, hier steht ja schon unser Vorteig und schaut ihn mal an. Genau so muss er ausschauen, wenn er 16 Stunden gestanden war. Es ist ein Dinkelvollkorn-Vorteig, das heißt, wir haben unser Dinkelvollkornmehl. Das mache ich gleich hier in der Schüssel und das legen wir gleich als erstes auch damit los. 1 Gramm Hefe, also das ist vielleicht immer noch zu viel hier. Und unser Wasser. Das Ganze kann man mit der Hand machen. Ich habe hier einen Schneebesen und schnell mal ein bisschen durchrühren. Fertig. Vorstufe Nummer 1. Das Ganze machen wir natürlich, um das Mehl besser zu verquellen. Das heißt, es hat jetzt richtig lange Zeit, um diesen Mehlfasern, das ist ja ein Vollkornmehl, das heißt, der ganze Mehlkörper, der ganze Keimling ist dabei. Und das braucht einfach ein bisschen Zeit, um diese Flüssigkeit aufzunehmen. Macht es hinterher länger frischhaltend und bekömmlicher. Nummer 1, die Vorstufe Nummer 1. So, hier haben wir sie nebeneinander. Frisch nach 16 Stunden. Ran an die Vorstufe Nummer 2. So soll sie wieder aussehen. Das ist unser Kochstück. Denn auch das muss abkühlen hinterher und ein bisschen stehen. Mindestens so lang, bis es wieder kalt ist, also Raumtemperatur hat. Ich mache es mit euch zusammen auf den Herd. Wir brauchen nur 2 Dinge dafür. Wieder Wasser und unser Dinkelvollkornmehl. Kommt mit zum Herd. So, und hier am Herd habe ich schon das Wasser in einem Topf drin. Es soll ja kochen, das heißt Kochstück. Das ist eine Vorstufe, die auch wieder viel, viel Frischhaltung mit reinbringt. Denn das ist das Prinzip vom Vanillepudding. Ich koche das Wasser auf, gebe mein Vollkornmehl dazu und dann bindet einfach durch die Hitze mein Mehl viel mehr Flüssigkeit, die es dann später mit in unser Brot bringt und einen Riesengewinn an Frischhaltung und auch wieder an Haptik, also am Kaugefühl gibt. So, und so muss es sprudeln. Aber bitte nicht zu lang, nicht, dass wir zu viel Flüssigkeit verlieren. Und jetzt geht es schnell, das heißt schnell rühren vor allem. Langsam Mehl rein und schnell rühren. Und dann schauen, dass wir keine Klümpchen kriegen. Ist wie bei einer Soße einfach, ne? Wie bei einer Mehlschwitze, gleiches Prinzip. Wir rühren jetzt noch ein bisschen drauf rum. So, bis gleich die Hitze weg. Es hat ja so ordentlich gekocht. Und jetzt rühre ich das. Ihr habt es ja gerade gesehen, es gibt so eine schleimige Konsistenz. Ganz anders als ein normaler Teig, wenn man nicht kalt zusammenrührt. So, schaut noch mal rein. Und jetzt gehe ich auch von der Hitze runter, dass es mir jetzt nicht die Feuchtigkeit rausbrennt oder rausverdampft. Somit haben wir Vorstufe Nummer 2, unser Kochstück. Ich habe hier schon unser kaltes. Das heißt, wenn wir das am Herd fertig haben, bitte runternehmen. Entweder schneller kalt machen im Kühlschrank oder in der Gefriertruhe oder einfach mit dem Vorteig zusammen über Nacht in der Küche stehen lassen und dann kann man zusammen am nächsten Tag losstarten. Bitte da auch eine Folie drüber, genauso wie beim Vorteig, dass das nicht austrocknet und unsere mühsam dazugegebene Saftigkeit einfach verdunstet in unserer Küche. Weiter geht's mit dem Hauptteig, rein in die große Maschine. Und hier ist es jetzt am besten, man hat wirklich eine gute Maschine, in der man richtig lang kneten kann, denn unsere Urgetreide, die wollen wir richtig schön schonen und schön langsam, dafür aber lang kneten. Das würde mit der Hand wirklich lang gehen und mit einer Maschine, die vielleicht den Geist aufgibt, wer weiß. 10 Minuten schön langsam kneten und zwar unsere restlichen Zutaten zusammen mit unseren Vorstufen. Den Sauerteig, den sparen wir uns heute, dafür haben wir ja unser Essig hier, unser Apfelessig. Könnte man natürlich, wenn man noch ehrgeiziger ist, noch eine dritte Stufe, einen Sauerteig und so die Säure reinbringen. Wir sparen das uns heute. 2 Vorstufen sind wirklich genug. Rein in die Knetmaschine, 10 Minuten langsam und dann ist unser Teig fertig.
unser Emmermehl, ganz besonderes Mehl, eins der Urgetreide, die wirklich mit ganz, ganz früher mit dabei waren. So, unser Essig zum Säuern, kleines bisschen Wasser. Achtung, Bäckertipp, Urgetreide wie Dinkel, Emmer, Einkorn mögen es gerne ein bisschen wärmer von der Temperatur her als unser Weizen. Deswegen auch hier immer ein bisschen über Raumtemperatur gehen. Von daher habe ich dieses Wasser auch leicht temperiert, was ich gerade rein habe. 25 bis 30 Grad hatte das gerade eben. Kleines bisschen Salz, immer wichtig. Und die Hefe halbiere ich jetzt nochmal, denn wir geben richtig schön Ruhezeit noch drauf. Von daher brauchen wir gar nicht so viel Hefe drin. Hefe trotzdem nötig, weil wir keinen Sauerteig drin haben und unser Vorteig nicht so viel Bums hat, dass er das jetzt wirklich hochtreiben lassen könnte. Rein in die Maschine, wie gesagt, 10 Minuten langsam. So, unser Teig läuft jetzt in aller Ruhe weiter. Ich erkläre mal, wie es weitergeht. Wenn der Teig fertig ist und schön ausgeknetet ist, das merkt man dann, wenn er so richtig, richtig weich und richtig homogen sich da drin bewegt, lange Fäden, lang ziehbar ist, dann kommt er in eine Schüssel rein. Die Schüssel sollte in den Kühlschrank reinpassen. Die streicht dann ein bisschen mit Öl ein, kann ein ganz normales Pflanzenöl sein. Da kommt es dann rein, darf da mal richtig entspannen, so eine Stunde lang. Also mindestens eine Stunde. Insgesamt bekommt es 2 Stunden Ruhezeit, der Teig danach. Und während dieser Zeit bitte den Teig zweimal stretchen und falten. Und wie das geht, das zeige ich jetzt. Ich habe nämlich schon was vorbereitet. Hier habe ich den Teig. Der hat jetzt schon eine Stunde Ruhezeit. Und da beginne ich jetzt mal das erste Mal zu stretchen. Ihr seht, der hat schon sich ordentlich bewegt in der eingeölten Form hier. Hier habe ich eine Schüssel mit Wasser, um meine Hände ein bisschen einzutauchen. Das Ganze mache ich, dass der Teig nicht klebt. Also das geht auch mit Mehl, aber man kann auch Wasser nehmen. Der Vorteil ist, der Teig ist ja eigentlich schon ausgeknetet. Da wollen wir gar kein Mehl mehr drin haben. Da macht es ja nur noch trockener, das Mehl. Deswegen Wasser, die Hände schön feucht machen. Und jetzt kommt das Stretchen und das Falten. Ich lockere den so ein bisschen an, dass ich den so ein bisschen ziehen kann. Und lege ihn einmal oben drüber. Denn jetzt vernetzen sich so diese Kleber-Eiweißgerüste, die da drin sind, wie so Gummibänder, die ich jetzt ziehe und übereinander lege. Jetzt ist nochmal eine Schicht übereinander gelegt. Das gleiche von dieser Seite, das gleiche von der anderen Seite. Und Ziel ist eben die Vernetzung, die dann später unser Brot bei Form hält, die dann die Form gibt und nicht eben so einen weichen Teig. Wenn wir den jetzt backen würden, dann würde er platt laufen. Zweimal gestretcht und gefaltet, haben wir später ein tolles Volumen, müssen keine künstlichen Zusätze mit reintun und genau das ist es, was wir alle wollen. Jetzt nochmal ruhen lassen, noch einmal stretchen und falten und dann formen wir die Brote. So, natürlich warte ich auch diese Stunde jetzt nicht, denn ich habe hier auch schon was vorbereitet. Genauso wie für unser Topping habe ich jetzt schon mal den Sesam und den Leinsamen zusammengegeben, habe das ein bisschen durchgemischt in so einen Blech oder in so einem Backblech, ja genau, kann man es reingeben und schon mal gut vermischen, dass nichts rausfällt. Und heute habe ich 2 verschiedene Backformen, um das mal zu zeigen, wie man denn so ein Brot machen kann. Einmal hier so eine Holzform mit einem Backpapiereinlage, kann man überall bekommen, wo es Backutensilien gibt. Und einmal so eine, ja das ist eigentlich so eine Tartlet, so eine Kuchenform, kann man auch wunderbar Brot drin backen, gerade wenn es so eine Single-Version ist. Bei einer Brotzeit ist das weg, das geht so richtig schön raus, zeige ich euch gleich. Gut, der Teig hat noch eine Stunde auf dem Buckel jetzt und ist noch einmal gestretcht und gefaltet zusätzlich. Jetzt geht es ans Portionieren. Das Rezept für unser gesamtes Brot, das zeigen wir mal hier kurz. Aber wer es genau anschauen will, guckt mal auf unsere Homepage. Da kann er es nachlesen, in der Mediathek nochmal die ganze Sendung angucken. So, ich habe wieder die Hände nass, denn gleiches Prinzip wie beim Stretchen und beim Falten hier nasse Hände, dass wir kein Mehl mehr ranbringen müssen. Ich teile das jetzt so ein bisschen Freestyle mit den Fingern ab. Einmal für das Kleine. Also grundsätzlich wären das jetzt so um die 300 Gramm. Und mache da jetzt gar nicht groß mehr rum. Nasse Hände und forme das wie so ein nass geleibtes Brot, wer das kennt, in der Hand. So ein bisschen rund. Ziehe das immer so ein bisschen drunter mit den nassen Händen. Bleibt da auch nichts dran kleben.
Schaut mal genau drauf. Ja, da bleibt kaum was an den Fingern kleben. Und dann, wenn es so ein bisschen rund ist, einfach rein in unsere Saaten. Es ist ein schöner, weicher Teig, was dann hinterher natürlich auch ein schönes, saftiges Brot ist. So, oben, unten die Saaten, dann geht es auch schön aus unserer Form raus. So, und dann einfach rein in unsere Form. Brot Nummer 1. Gar nicht mehr groß dran rummachen. Das darf ruhig ein bisschen rustikal dann auch aussehen. Haben wir schon mal hier drin. Und beim zweiten geht es genauso. Hände nass. So, schauen wir her. Einfach so ein bisschen rund geben. Je mehr wir das jetzt strapazieren, desto weniger Gärgase bleiben in unserem Brot enthalten. Also das wollen wir ja gar nicht so eich strapazieren. So ein bisschen rund. Wieder rein in unsere Saaten. Vorne, hinten. Der Teig ist so weich, der läuft dann schon in der Form dahin, wo er hin soll. Ist auch perfekt, einen weichen Teig in der Form zu backen. Dann behält er nämlich seine Form und läuft nicht breit. Wird ja von der Form gehalten. So, da sind noch die Saaten drauf. Unsere Brote sind jetzt in der Form, das passt genau. Jetzt schalte ich den Ofen an, 250 Grad Ober- und Unterhitze. Ja, so lange geht unser Brot noch ein bisschen auf. Brauchen wir gar nichts mehr dran zu machen. Im Ofen dann bitte unten ein Blech rein, auf dem wir dann so 200 Gramm Wasser mit drauf schwupsen, wenn es dann richtig heiß ist, dass das dann Dampf im Ofen gibt. Das Brot bleibt eine knappe Stunde drin und nach 10 Minuten nehmen wir die knalle Hitze weg von 250 auf 180 Grad und backen das dann ganz entspannt aus, bis wir es so dunkel haben, wie wir es gerne haben möchten. Knappe Stunde, das große Brot braucht natürlich ein bisschen länger und dann können wir schon zusammen genießen. So, die Gare passt, schaut her und rein in den Ofen und bis gleich. Und jetzt haben wir es auf den Tisch, ein echtes Stück Handwerkskunst. Zwei Urgetreidesorten, Emmer und Dinkel als Vollkornversion. Lecker, es riecht bis daher, es ist wahnsinnig saftig, das sieht man schon an dem Porenbild. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Ist gut jetzt. Gut jetzt.